Aufnahmeversuch Nummer 3! Aufnahmeversuch Nummer 3! Bei Let's Play Mega Man X3! Gegen Volt Catfish! Und ich schreie Zeta und Mordio. Aus zwei Gründen. Einerseits, der DK hat seinen Willen durchgesetzt bekommen und durfte Volt Catfish auswählen. Ich bin an einer Stage gelandet mit 10 Fantastillionen Minibossen, wahrscheinlich. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie man an diesen Lasoren parkt. An diesen Lasoren vorbeikommt. Irgendwie manchmal klappt's und manchmal nicht. So, da in der letzten Folge diese Sequenz aufgetaucht ist am Ende, sind jetzt diese Kapseln in manchen Leveln aufgetaucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchen Level sie sonst noch auftauchen. Ich kenne das nur nicht, ich bin immer sonst nur hier rüber drauf zugegriffen, auf dieses Suppe-Level mit und so weiter und so fort. So, das auch nochmal Versuch Nummer 3 ist, muss ich mich versuchen, hier ein bisschen entlang zu hangeln. Ihr seht, der Müll, wenn er auf diesen Plattformen drauf trifft, dann zerschellt er. Sind diese Plattformen allerdings noch nicht onscreen, fällt ihr, seht ihr einfach da durch. Ich muss nämlich mal gucken, da oben, da ist nämlich eine entsprechende Plattform und der Müll fällt einfach weiterhin durch. So, meiner Meinung nach, hoppa, hui, das war knapp. Meiner Meinung nach jetzt einer der schlimmeren Gegner für diesen Zustand, wenn man das tut, was ich tue. Und man das Pattern nicht kennt. Ich kannte das Pattern nicht mehr so richtig und deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt besser hinkriege. Vor allem richtig! Wir müssen nämlich gucken, dass wir auch diesen Miniboss hier zerstören und nicht einfach nur vertreiben. Du bist vertrieben, ich meine gefangen, X. Weil? Oh mein Gott, der Penner ist wieder da! Zero und ich haben dich doch vor Jahren zerstört! Oh mein Gott! Diese Fabrik ist mit einer Atombombe ausgestattet, die in wenigen Minuten hochgehen wird. Bis dahin werde ich dich ein bisschen beschäftigen. Okay, Blizzard Buffalo versucht Taktik Nummer 1. Man kann, wenn man das Timing raus hat, diesen Box-Würgegriff schlägen. Wenn man das, wie gesagt, drauf hat, kann man ihn, aua, ausweichen. Das Schlimme ist dann, wenn man mal getroffen wird, dann wird man nämlich an den mehr zurück an die Wand geschleudert und das bedeutet, der Gegner muss ebenfalls seine Distanz zwischen mir und sich verkürzen. Das heißt, er stürmt ganz kurz an und dann stimmt das Timing absolut nicht. Aber ich glaube, ich habe es mittlerweile einigermaßen raus. Wow! Wow, das ist cool. Aber das Schlimme ist Phase 2 und Phase 2 ist relativ schlimm. Weil... Oh shit. Das Feuer ist übel. Das Feuer ist sehr übel. Und... Oh Gott! Mann, bin ich jetzt beschränkt, sehr beschränkt. Wenn ich jetzt krepiere, dann bin ich es selber schuld. Muss nämlich gucken, dass ich nicht vom Feuer getroffen werde. Das Feuer ist sehr, sehr schädigend. Und ich muss gucken, dass er nicht gegen meine Birne springt mal wieder. Ups, okay. Ja, besser so. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Mal sehen, ob ich... Ja, ich demonstriere die jetzt einfach mal, weil ich es kann. Einfach hier hoch, das ist, glaube ich, sogar die einfachere. Und dann den Dash hier machen. Fertig, aus, Ende. Und nicht... Das hier, weil ich muss gucken, wenn ich das so mache, dass ich... Oh mein Gott! Nein, 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 jetzt machen wir anders. Einer der Gründe, weswegen ich mehr oder weniger verrafft habe, ist, dass ich vergessen habe, den Ray Splasher gegen ihn einzusetzen. Wobei, Ray Splasher wundert mich jetzt gerade. Ich vertraue jetzt auf DK. Denk nicht, dass dies das Ende ist, X. Ich werde dich weiter... jagen bis zu dem Tag, wo du tanzen kannst! Dance Mania! Nein. Stirbst. Okay, er hatte recht. Ich habe ihn zweimal besiegt, jetzt mittlerweile. Und ich habe bei beiden Malen am Ende vergessen, ihn nicht mit dem Bastard zu töten, sondern mit einer Schwäche, damit er nicht abhaut. Weil das versaut mir mehr oder weniger das Ende. Weil Was? Nein, 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 nein! Sehr, sehr schwierig. Also, weil das Timing dafür mal ist. Man kommt gerade so rüber, da muss genau richtig... Nein! Nein! Verdammt, ich habe nicht den Ray Splasher benutzt. Fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck, 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 fuck! Hier gibt's doch irgendwie... Nein, Abgründe. Hier gibt's doch Abgründe bestimmt in diesem Level. Nimm ich das Leben? Ach, scheiß drauf. Game over. Nein, nein. Scheiße. Dann nehme ich eben das Leben. So. Und lass mich jetzt Game over gehen. Ah, verdammt. Ich vergessen, den Ray Splasher einzusetzen. Ich hasse es nicht. Ich glaube es nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Ich bin so bitter. Es ist kein gutes... Was? Nein! 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 Ich bin in... Oh! Nimm dies, Boba Fett für Arme. Nein, ich hab schon wieder verkackt! Ich vergesse den Splasher am Ende zu benutzen.
Und ihr könnt euch definitiv nicht beschweren. Wenn sich jemand beschwert, dass ich nicht Buster Only gemacht habe, dann könnt ihr mich mal. Ich habe ihn bis zum letzten Energietropfen bekämpft. Und dann ist er gestorben und jetzt soll ich... Ui, danke. Sind wir jetzt bei Metroid oder was? Das nehmen wir auch noch mit. Und das Leben sowieso, das habe ich mir jetzt verdient. Auch wenn ich jetzt... Oh, shit. Ich meine, der Timer... Ach, spring doch! Spring, verdammt nochmal! Aber der Timer war relativ hart. Insgesamt, was das Entkommen angeht. Und ich hatte damals immer mehr Feier. Geht jetzt der Aufzug? Nein, natürlich geht der scheiß Aufzug nicht. Die geht und ich muss wieder vom Müll. Mindestens sind keine störenden Plattformen im Weg oder auch keine Schütze, denn Energie, 16 Sekunden noch. Und jetzt. Mein Dödel hängt frei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Dödel hängt nicht mehr. Boah, gut. Gott sei Dank hat er einen Ausgang dahin gesetzt. Warum ist das so blöd? War das sein? Nein, er kann sich hin und her teleportieren. Ne, das passiert, wenn man ihn ohne Schwäche bekämpft. Oh. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man an diesen Dingern runterkommt. Und jetzt seht ihr auch, dass diese Plattform sich nicht weiter runter bewegt. Aber das ist auch wieder eine Stage, in der ich sehr, 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 sehr viel wieder nachholen darf. Dank euch Schnubbeltypen. Ist das schlecht, dass ich die Plattform... Aber da kann ich meine Energietanks wieder aufladen. Das ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Oh, schnell durch. Und ich habe diese Stage nicht mehr so richtig gut in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich bestimmte Upgrades brauche oder ich nutze irgendwelche Glitches aus, um... Scheiße. Hör auf, dich zu extrem Energieschilden. Okay, dann muss ich dich mit Energie beschießen, damit der Energieschild entenergetisiert wird. Auch eine interessante Sache. Ich glaube, ich werde es nicht riskieren, nicht nachdem ich den Miniboss erledigt habe. Oder doch? Moment. Schnell. Das ist fast so wie Dark Souls. Ach so, hier ist der Energiecontainer. Ich bin gerade ein bisschen nervös, liebe Leute. Okay, wenigstens, das wusste ich nicht mehr, dass ich den kriegen kann. Und Hauptsache hier wieder rein. Die Musik ist schon cool hierbei. In der Wild Stage, wie ich sie nenne, wiederholt sich die Musik ein bisschen zu schnell. Aber da habe ich jetzt drüber geredet, glaube ich. Und deswegen habt ihr davon keine Ahnung mehr. Ja, was soll man gucken? Ich muss ja vielleicht... Wie geht's? Ah, hier war das. Okay, ich muss gerade was ausprobieren. Ne? Obwohl, das geht... Naja, ich habe nochmal in dem Speedrun-Glitch gesehen, dass wenn man einen sogenannten Neon-Jump machen kann. Aber das soll ich dann... Ja, da oben ist eine Kapsel. Und hier brauche ich einmal das Waffen-Upgraden, eine spezielle Waffe von einem speziellen Gegner, die ich aufladen muss. Und dann komme ich mit diesem Klotz da hoch. Ui. Aua. Energiedrops. Verdammt. Ich will auch etwas zum Lutschen haben. Ja, mein Mund ist so leer. Und ich habe zu heiß gegessen, verdammt. Taucht er auf. Jetzt habe ich das nicht verkackt. Er taucht auf und ich habe keine Ahnung mehr, wie er geht. Willkommen, X. Ich bin Bit. Bitte ein Bit. Ich habe meine Befehle. Du musst zerstört werden. Er hat ein Yin-Yang-Zeichen auf dem Kopf. Oh Gott. Shit. Ich sollte hier zur Wand gehen. Okay, ich muss diesen... Ich habe, wie gesagt, ihn bis jetzt noch nicht längere Zeit... Oh mein Gott. Was? Piu, 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 piu. Oh, es tut mir leid. Ich muss gerade... Doppelkugel. Nein. 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 Und zu allem Überfluss wurden diese ganz verdammten Gegner vor diesem Boss hier so eingestellt, dass sie keinen Lebensdrop fallen lassen. Danke, Spiel. Töten? Nein. Nein! Oh, fuck. Ich krieg dieses scheiß Level nicht durch. Nein! Nein, auch das ist nicht... Jetzt dash der Sack einfach nicht, wenn ich brauche... Ich setz hier, oh Mann, ich will nicht meinen ganzen scheiß Sonntag an diesem scheiß Boss verschwenden. So, ich hätte es wieder geschafft, wenn ich mal getroffen hätte und nicht die ganze Zeit vorbei, aus und vorbei. Und jetzt dasht er nicht, schon wieder nicht. Ich treffe ihn mit dem falschen Schuss, dem... Penner. So, bumm.
Bitte, warte noch mit deinem doppelten heiligen Scheiß. Was? Wie? Wieso hat er nur einen heiligen Schein? Achso, muss ich den dann angreifen währenddessen oder was? Damit er nicht zwei macht. Geh weg. Geh weg. Okay, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch. Null Leben. Okay, jetzt Eis, 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 Eis. Boom! Triff ihn! Die der Reploid-Spezialfähigkeiten sind zu... Er kommt immer wieder, auch wenn er alle Einzelteile zerfliegt. Ich kann nicht sein... Warte mal, das ist ein Gena. Zeit für das Roboterbettchen. Okay, ich halte fest, ich bin im Arsch, bin fast Game Over, ich komme jetzt vielleicht noch zum Boss und dann sterbe ich, weil Voltcatrich ist kacke, Buster Oli. Richtig kacke. Und ich habe ebenfalls keine Ahnung mehr, wie der geht. Es ist ein nahes Herantasten und ich habe hier noch nicht mal wieder, hier gibt es glaube ich auch wieder einen Energietank in diesem Level, aber ich kann ihn nicht kriegen, weil mir wieder die Utensilien dazu fehlen, damit ich die ganze Zeit in die falsche Stage schicke. Ich glaube hier oben mal diese Plattform, wo ich einen gewissen Plattform, ja genau, und da habe ich noch nichts für, schon wieder nichts für diese Plattform. Lebenspunkte? Obwohl, ihr könnt keine droppen. Ich meine, die können keine droppen. Warum kriege ich hier mal wieder was? Zumindest, diese Gegner stehen auch vor dem Bitraum. Und ich habe halt versucht, in ihnen zu farmen, aber es kam nichts. Nein, jetzt dasht er schon wieder nicht, dieser... Nein! Oh, ich bin so im Arsch, ich bin so im Arsch, ich bin so im Arsch. Bin so im Arsch. Ich habe den Gegner... Randa! Das hilft trotzdem nichts gegen die Magnituden von Volt Catfish. Und ich bin jetzt, glaube ich, da und... Oh nein. Und... zumindest an den Dingern vorbei. Gibt's hier nochmal... Oh, ich kann an einem Gegner farmen, das ist gut. Das werde ich auch tun, ich werde dieses Level nicht nochmal machen. Ich mag's nicht mehr. Ob die Musik gut ist, ich mag's nicht mehr. Wenn er jetzt nochmal was droppen würde, bei denen weiß ich nämlich, dass sie Energie droppen können, an denen habe ich gefarmt. Man, ich brauche hier auch genug Lebenspunkte. Sag, ui, da hinten ist ein Unhold, den ich nicht vergessen darf, und verliere ich wieder den Kram, den ich mir jetzt hier erspiele. Ich habe ja eigentlich was dagegen zu erfahren. Hätte ich noch ein Leben, wäre es mir auch egal. Aber ich habe null Leben und ich möchte diese Stage nicht nochmal machen. Deswegen würde ich mich jetzt hier vollsaugen. Und wenn ich... Man, ich könnte es eigentlich abkürzen mit einem Energietank nehmen. Aber dann könnte man mich auch festlegen und sagen, nee, du hast den Energietank genommen. Und solange ich dich unbedingt brauche, möchte ich es lassen. Ich meine, ich bin ja auch schon meinen halben Sonntag dran. Oh fuck, der hat mich links gedroppt. Beknackte Level zu machen. Nach den Aufnahmen-Fails. Nach den Boss-Fails. Mal wieder, ich weiß jetzt schon, wer sich drüber freut. Ne, Kimari, ne? Ne, wir freuen uns darüber. Da sind wir ganz schön happy. Das ist der nächste Tag gerettet, hä? Man keine Ahnung hat, wie die Gegnerpositionierung jetzt gerade in diesem Fall ist, dann ist das ein bisschen lästig. Lieber an der Decke entlang und nicht decken. Nicht decken, es wäre ja zu sicher, wenn wir decken würden. An der Decke entlang decken. Ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht. Er hatte irgendeine spezielle Fähigkeit, von der ich nicht mehr weiß, wie man sie am besten macht. Und... Genau! Nein, nicht futtern. Was? Er saugt noch während... Was? Nein! Oh Gott, ich sterbe so, ich sterbe so. Heute ist... schwerer... Boss-Tag. Park. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt kommt die Technik, wo ich keine Ahnung von habe, wie man... Ich bin an der falschen Stelle. Ich bin so an der falschen Stelle. Ja, das ist eine Technik, von der ich keine Ahnung habe, wie man der in irgendeiner Form entrinnen kann. Ganz ehrlich. Nee, da... Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade was gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe. Dieser Kampf hier hat mir sehr, sehr große... Sorgen bereitet, weil ich noch weiß, wie scheiße er ist, Buster Oni. Ich hab's irgendwann mal versucht.
Der hat irgendwas von so einem niederträchtigen Dragon Ball Boss, oder? Und ich hab's irgendwie nur geschafft mit Hilfe von, wie heißt es? Von Upgrades. Natürlich! Ah, fuck! Aufladen. Okay. Oh. Ich hab keinen blassen Schimmer. Wie kommt man dagegen klar? Ich kapiere diesen Boss manchmal nicht. Okay, einfach die Wand hoch. Mein Gott, was ist denn so schwierig? Einfach die scheiß Wand hoch. Ugh. Oh nein, ich bin so falsch. Jetzt gleich springt er. Oder auch nicht. Shit. Ich meine, hier war ich einigermaßen sicher, wenn er das nicht machen würde. Okay, ich muss es abpassen, wann er fertig ist mit seinem Scheiß. Auf Hark! Nochmal einen Schuss drauf. Okay. Boah. Das fliegt immer im gleichen Muster, oder? Oh fuck! Ja, ich glaube noch einmal getroffen werden, ich bin tot. Wobei, dann lasse ich mich besser. Von denen der. Oh come on, baby! Ich glaube, bevor ich das nächste Mal einen Boss mache, bei dem ich nicht weiß, ob ich den schaffe, dann übe ich ihn vorher. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gerade schwitze. Boah. Ich halte fest, Mega Man X2 Pasta Only einfacher. Zumindest bei bestimmten Bossen. Bei einigen Bossen. Und das Spiel kannte ich vorher nicht. Okay, ich habe mir irgendwann mal ein LP dazu zu angeguckt. Weil ich wissen wollte, was denn da so losgeht. Was denn da abgeht. Weil ich das Spiel nicht kannte. Aber dadurch wird man ja nicht besser, gell? Und wenn die anderen das nicht Pasta Only machen, kann man sich da auch nichts von abgucken. Ist dann langweilig. Blast Hornet, Gravity Beetle, Toxic Seahorse, Tunnel Rhino und Crash Crawfish, den Fernsehantennenmastmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin mir nicht ganz sicher, für den nächsten bin ich mir nicht ganz sicher, ob da auch der Ray Splasher funktioniert oder die Waffe von dem hier. Also, einen dürfen wir noch so. Danach soll ich gucken, dass ich, glaube ich, diese Waffe hier habe. Aber vielleicht kann DK dazu mehr sagen. Bis dann. Ciao.